Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Tony Roll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir mit Freezers Orbiter weitergemacht und Boost Training abgeschlossen und ja, Freezer hat nach uns gerufen. Lord Freezer hat nach uns gerufen, also müssen wir natürlich antanzen. Ja. Oh ja? Gucken wir mal, was weitergeht. Ausgleichendes Timing. Ich will, dass du heute mit mir zusammen trainierst. Ja. So, ich gerne. Kämpfer, als wolltest du mich töten. Weniger akzeptiere ich nicht. Okay. Nein, mal sehen, wie stark du bist. Okay, mach mal einfach weiter da, wo aufgehört haben, mehr oder weniger. Übrigens, falls euch der Bad gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal und mir ein bisschen weiter zu helfen. Das wäre sehr toll von euch. Übrigens, jetzt wieder ein Scouter ausgerüstet. Also, gucken wir mal, wie es jetzt. Jetzt sind wir richtig perfekt passend gerüstet und so. Das war schon mal gesagt. Ja, lass dich damit mal treffen. Ich bin einfach geil, weil der grün ist. Oh, sehr gut. Er ist angefangen zu 17, glaube ich, oder? Er setzt auch immer so einen Angriff ein. Und ja. Ja, den Angriff habe ich von den Dragon Balls bekommen, aber weiß ich nicht. Ich fand den gut. Ja, bist du jetzt Muskel Freezer oder Gold Freezer? Du bist immer noch normal Freezer. Das war ein guter Kampf. Dank dir bin ich jetzt stärker als je zuvor. Und das muss jetzt hier die ganze Zeit so weitergehen, ne? War 81%, aber viel kommt da nicht mehr. Da müssen wir nebenbei Training machen und dann hier weitermachen. Ja, bitte dauer nicht zu lange. Hört sich cooler als auch. Verändert ist er jetzt Metall cooler. Du müsst immer noch in der vierten Form sein, ne? Ja, finale Form, in der vierten Form. Aber wie Freezer aussehen würde in so einer Form. Bei wem trainieren wir denn hier? Bei wem macht man jetzt Training weiter? Wissen bei jemandem, den es nicht so lange dauert. Wir wissen, ist der Satan. Ja. Ja, erst Mr. Satan, erst Mr. Bu und dann Mr. Satan. So macht man das. Wop. Hi. Also, was willst du von mir, dem großen Mr. Satan? Sei mein Meister. Oh, du bist jetzt bald loszulegen. Das gefällt mir, heute stehen exakte bla 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 Mr. Satan. Himmel, selten neue Schüler an, aber du scheinst wirklich Potenzial zu haben. Ich meine, könnte jemand, der so stark ist wie du, perfekte Werbung für meinen Fitnessclub machen? Hoppla, habe ich das einfach gerade gesagt. Es ist auf jeden Fall wichtig, zu deinen Lektionen zu erscheinen, aber vergiss nicht, auch deine Freunde einzuladen. Boah, gefällt dir diese Speziallektion vom Weltmeister höchst persönlich? Ich hätte gedacht, dass das hart für dich wird, aber du hältst dich ziemlich gut. Mach fleißig weiter, sonst hättest du meine Fitnessclub schlechter, setzt du meinen Fitnessclub schlecht darstellen. Verstanden? Nimm's immer ganz pflichtbewusst meinen Unterricht teil, aber machst du auch Werbung für meinen Fitnessclub? Bist schon stark genug, also wäre schön, wenn du dich auf diese Werbung konzentrieren würdest. Was folgendes erhalten für immer Freunde. Ich sehe, du hast dein Training durch. Ich sehe, dass du ein Training durchziehst. Genauso will ich das sehen. Wenn du weiterhin fleißig bist, wirst du die perfekte Werbung für meinen Fitnessclub sein. Ja, okay, du machst Werbung. Ich verstehe es lange. Hier, du wirst berühmt und unwiderstehlich sein. Boah, hat er nicht schon genug Kohle? Geschenk für dich, oh Gott. Dann Konterangriff bitte nicht. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass ich damit nicht treffe. Ich kann ja nicht so schlimm sein wie die vom Buch, die Attacken. Ja. Oh, wieder. Wie eine Kiste die Gesundheit des Gegners oder der sie öffnet, entweder wiederherstellt oder verringert. Der Effekt wird zufällig bestimmt super. Ja, super. Ja, genau. Aber mein Glück, wenn die ganze Zeit sich geheilt. Okay, ich muss mich dann belegen.
Das ist mir ein Ball gemacht. Nicht mal der angebringt, was. Das war einfach, das war ja klar. Du bist echt desillusioniert, ey. Das war ganz ehrlich. Der Kampf gegen Son Gohan und Cell. Die haben nur gesagt, das ist ein Trick. Das ist genau wie Kaiba aus Yu-Gi-Oh! In der amerikanischen und der deutschen Version. Oh, wieder, ich bin froh, dass es dir gut geht. Du hast dich gut gegen kleine Kinder ziemlich gut geschlagen. Das muss ich dir lassen. Oh, tja, immerhin waren das nur Kinder. Aber es ging ziemlich knapp aus. Du hast noch einiges vor dir. Jetzt siehst du auch nicht, warum du ihr Unterricht regelmäßig besuchen musst. Wir sagen, du hast Mut, wieder zu beschützen. Du hast deinen Job gut gemacht. Ich glaube, du besitzt wirklich Potenzial. In der nächsten Lektion werde ich selbst mit dir sparen. Und seinen tollen Unterricht haben. Wie schon am letzten Mal gesagt, trittst du an den heutigen Lektionen im Sparen gegen mich an. Gegen Mr. Satan. Solltest dich geehrt fühlen, die Gelegenheit zu halten, gegen jemanden wie mich zu kämpfen. Was ist los? Du siehst besorgt aus. Macht der Gedanke Angst, plötzlich gegen jemanden zu kämpfen, der so stark ist wie ich? Keine Sorge, das ist denn nur der nächste Schritt, um dich in Form zu bringen. Ich halte mich zurück, vertrau mir. Okay, was lernen wir denn? Mr. Satans Rollschlag. Weil diese ganzen Angriffe, die noch aus PlayStation 1 spielen und so was alles bekannt waren. Von denen ich noch nicht mal weiß, woher die alle kommen, so serienmäßig. Ja. Ja klar, du kommst und machst mich fertig. Ja, so ein Angriff, mit dem ich nichts treffe. Ja, er trifft mich natürlich, ist klar. Mein Gott. Ach. Oh. Sagen jetzt nicht schon wieder mit so einem Scheiß an. Das war runter. Oh. Jetzt zieht er überhaupt nichts ab. Also, komm auf den Boden. Ja, wie trifft er mich damit, ey? Ja, bleib stehen. Mann! Das ist doch scheiße! Weil es ist ein bisschen Satan, ist klar, die sagen einfach scheiße sind, aber. Mehr. Boah, wie soll ich mit solchen Angriffen treffen? Kann ich damit irgendwie lenken? Oh, das ist doch sowas von scheiße. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Wollen die bleiben aber auch nicht stehen, die machen das einen so schnell wie möglich. Lass mich doch mal in Ruhe. Das geht auf den Boden. Jetzt aber. Boah. Mein Gott, das ist doch nicht. Boah, ich denke mal, ich treffe ihn, wenn er jetzt in diesen blöden Angriff ist. Oh nein. Mein Gott, ey. Oh, ey. Ist echt nicht für Let's Plays geschafft. Haben wir einer sagen, wir funktioniert? Nein! Ey.
ich hätte dich treffen müssen, ey. Gott, verkackt er weg, ey. Ey, wie willst du damit treffen? Also ich bin anderen Angriff dich töten. Ja, ja, ist gut. Lass mich doch mal. Es hat eine Scheiße. Ey. Ernsthaft, wie soll man da jemanden im Kampf treffen? Danke, oh mein Gott. Das ist ein Scheißangriff, ey. Warum bekomme ich nur Scheißangriffe in letzter Zeit? War das ein Scheißangriff? Ich möchte nur mal betonen. Könnte der letzte Angriff sein, Siegespose oder irgendwie sowas. Ja, der macht die ganze Zeit hier Siegesposen. Hey, immer wenn du eine Siegespose machen will. Oh, na gut, es gibt noch was zu tun. Aber du hast dich besser als erwartet geschlagen. Überraschenderweise. Natürlich bin ich heute ein bisschen erkältet. Mein Magen macht mir auch Probleme. Hey, du willst gerne gegen mich kämpfen, wenn ich vollkommen gesund bin? Mach dich doch nicht lächerlich. Wenn ich gesund bin, dann könntest du gegen mich nicht bestehen, nicht eine Sekunde lang. Aber irgendwann mal in der Zukunft, aber bestimmt nicht heute. Pass nur auf, dass du bei mir nicht ansteckst. Ja, ich habe auf dich gewartet. Es ist Zeit für die nächste Lektion. Meine Erkältung, welche? Ah, na klar, meine Erkältung. Alles gut, also ich bin gesund. Fühle mich gut, danke. Ging mir nie besser. Also fangen wir mit dem heutigen Unterricht an. Irgendwelche Wünsche? Du willst wirklich mit mir sparen? Hey, übertreiben wir es lieber nicht. Irgendwie vollkommen gesund. Ich bin vielleicht vollkommen gesund, habe mich aber noch nicht geistig darauf vorbereitet. Also muss ich gegen Buu kämpfen wahrscheinlich, ne? Ja. Der Retter ist da. Oder muss ich auch noch ein bisschen sagen, beschissen nach Buu. Meine Güte. Ich will eigentlich bei Freezer ja weitermachen, aber irgendwie läuft heute nicht so wie geplant, habe ich so ein Gefühl. Ah. Oh nee. Boah, oh mein Gott. Oh, ich sehe, was ihr macht, ey. Warte, solange ich euch nicht mit irgendeinem Angriff hier töten muss. Ich bin hier. Das hält nur so lange, wie ich die Attacke mache, oder wie? Ja, voll kacke. Aber komm her. Oh Mann. Das wird reichen. Geh weg, Mr. Satan. Er ist aber beschissen angefeuert, aber. Ah, sind da beschissen. Weil die haben bestimmt ihren Nutzen, aber meinen würde ich sehen nicht. Oh Gott. Oh. Also schon fast alle von euch erledigt. Na, dann kommt der jetzt und macht mich auch noch fertig. Oh mein Gott, jetzt stelle ich schon nicht so an. Oh, jetzt kommt auch noch der Richtige. Ne, ja, jetzt kommst du. Komm her. Wie hält's was aus? Ja, das hast du richtig gesehen. Oh, wie nennt man das?
desillusioniert oder realitätsfremd irgendwie so hat. Er ist einfach nur dumm. Das könnte es natürlich auch sein. So, jetzt wieder posen. Jetzt geht wieder nicht, ne? So, mein Lord ruft mich. Au, au, au. Wie stark bist du denn? Das reicht gut gemacht. Damit wäre mein Unterricht beendet. Also, wie fühlst du dich? Stärker, schneller, schlanker? Du bist bestimmt froh, bei mir Unterricht genommen zu haben, oder? Was mit Mr. Satans Kampfkraftkonzept erfolgreich absolviert. Erzähl mal deinen Freunden, wie effektiv mein Training war. Abgemacht? Ja, und dann mache ich Werbung von deinem blöden Dingens, ne? Gut. Freezer, oh, bitte. Ja, bitte jetzt. Sag mir nicht, ich muss immer so 3-4 Kämpfe machen und dann jedes Mal wieder hier reingehen, dann wieder 3-4 Kämpfe, dann wieder hier reingehen. Langsam nervt das ein bisschen. Ich will ja schon fertig werden. Ich wollte eigentlich heute fertig werden, ja, aber das geht ja natürlich nicht. Hätte ich mal wieder ein bisschen davon gemacht. Gehen wir mal rechts lang. Wenn ich links lang gehe, dauert immer so lange. Warum ist eigentlich cooler auf Freezers Orbiter? Warum wird niemand von Cola theorisiert? Ich höre irgendwie nur Freezer. Was ist das? Ich will, dass du mit mir. Keine Ahnung, irgendwie wissen alle von Freezer in Dragon Ball Universum, aber keiner redet von Cola. Aber ist Cola doch stärker als Freezer? Macht jetzt Kaisers 3, ja. Oder wieder die Fresse polieren, okay. Hey, den Ort kenne ich. Durch dich doch andauernd immer verprügeln. Was? Los, schlag mich! Schlag mich! Hit mich! Hit mich! Er läuft dann noch ein. So. Wir so 5-6% bekommen, ne? Für so einen einfachen Kampf kriege ich ganz schön viele Punkte. Ja, das kam weiter. Ja, da können wir ein bisschen weiter hier vorangehen. Der Soldatenakademie geschieht was. Ein guter Kampf. Boah. Nehmen schon 65%. 90%, komm schon. Vielleicht heute noch schaffen. Jetzt noch bei irgendjemand anderen trainieren. Der Soldatenakademie vorbeischauen. Mr. Satan und Bu, ne? Gut, weiter. Dann mache ich heute noch in dem Part. Das könnt ihr mir glauben. Wird da heute noch fertig. Gehen wir erstmal zu Soldaten. So. Oh, und Mr. Satan, wir machen hier in da drin in der Schule. Ja. Mr. Satan, warum du Weltmeister, wenn du so schwach? Was meinst du mit schwach? Alle anderen sind einfach total stark. Wo hat gehört, Weltmeister ist stärkste, also warum du Weltmeister? Hm, man braucht mehr als nur Stärke, Bu. Man muss die Stärke nutzen können, um Frieden zu bewahren und dann von seinen Fans rumzupotzen, damit sie Mut bekommen. Das bedeutet es, der neue Weltmeister zu sein. Nur mit Muskelkraft kommt man nicht weit. Son Goku hat Welt gerettet, oder? Also wenn Bu mit ihm fusionieren, Bu werden Weltmeister. Was? Das ist eine tolle Idee, oder? Bu dann Weltmeister, nicht Mr. Satan. Nein, das wäre nicht besonders. Also nein, so funktioniert das nicht. Was meinst du mit nicht funktionieren? Bu das nicht sollte tun? Nein, das sollst du nicht tun. Mit jemandem zu fusionieren ist gegen die Regeln. Aus dem Grund kannst du noch kein Weltmeister sein.
Okay, Weltmeister sein scheint sehr anstrengend. Du überlassen es Mr. Ratan. Richtig, überlass die ganzen nervigen Aufgaben mir. Oh. So, das ist ja, du gehst mir wieder. Boah. Das auch nicht. Das ist auch nur da, um zu sagen, ja, weitermachen. Ne? So, wer will ja mich weiter trainieren? Kommen. Erster, der mir beim Weg läuft, den bei dem trainiere ich. C18 nicht irgendwo, habe ich mit C18 schon trainiert? Ich weiß es gar nicht. Nö, C18, komm ja. Wurf. Brauchst du etwas? Sei mein Meister. Also gut, wir haben einen Deal. Ich werde dir ab heute ein paar Tricks beibringen. Wenn du für Stärke berühmt werden solltest, wird später jeder von mir trainiert werden wollen. Ja, ich werde dich trainieren, bis du richtig stark bist. Mach dich dafür bereit. Okay, mein Gott, was die alle für Gründe haben. Aber dich zu sehen, macht mich schon froh. Ich bin da so aufgeregt, dass ein Naturtalent wie du sich entschieden hat, mein Schüler zu werden. Das Licht am Ende des Trainings zu uns ist ein großer Haufen von Belohnungen. Sieh mich nicht so an, du wirst super stark und nicht super reich. So läuft das nun mal. Beide gewinnen. Verwegenisch. Weißt du, seit ich Lehrerin bin, habe ich etwas erkannt. Ihr habt ziemlich viel zu tun, oder? Diese ganzen Zeitpatrouillen sind sicher anstrengend. Zumindest habe ich gehört, dass diese Zeitsprünge echt hart sein sollen. Sich daran zu gewöhnen und dann noch so viel zu trainieren, muss kraftraubend sein. Allein der Gedanke daran ermüdet mich schon. Ich denke, du wirst noch stärker, als uns allen bewusst ist. Das wäre ziemlich cool. Man hört in letzter Zeit echt viel von dir. Du scheinst wirklich wichtig für die Zeitpatrouille zu werden. Deine ganze harte Arbeit scheint sich endlich auszuzahlen. Gut, trainiere fleißig weiter und gib bei der Zeitpatrouille immer 110%, verstanden? Je berühmter du bei der Zeitpatrouille wirst, desto mehr steigt mein Ansehen. So läuft das doch, oder? Oh man, vielleicht kriege ich sogar einen Bonus. Mach schön weiter so. Ah, okay, Kalin und sie, ne? Ich habe gesehen, wie du hart trainierst. Ich dachte, ich kann dir vielleicht helfen. Gib mir einfach Bescheid, wenn du einen hart brauchst. Ja, trainiere mich. Und zwar Dauerbeschuss. Wo habt ihr alle immer Pflanzenmänner, ja? Die echt so einfach aufzutreiben, kann man die sich irgendwie so nächsten Lebensmittelmarkt holen oder was, die jeder irgendwie ja aus irgendeinem Grund bei sich hat. Okay, bitte sei ein vernünftiger. Ach, das ist der, den sie, glaube ich, Schwanz Zukunft eingesetzt hat. Ne? Okay, ich muss ja nicht erledigen. Ja, doch nicht. Ja, ich kann es ja so erledigen, dann mache ich das so. Okay, ja, glaube ich, alle mit einem Schlag damit erledigen, aber. Also geht auch schnell. War ein schlechter Angriff. Dauerblitz, Powerblitz war auch nicht schlecht. Der Zangen gefordert. Und zack. Dann kommt sie 18, jetzt muss ich die platt hauen, ne? Aber warum ziehst du nicht als erstes nach unten? Naja. Boah, wo ziehst du hin? Aber ist gut, um Gegner zu treffen, finde ich. Vielleicht besser als der eine Angriff, den ich habe. Den Angriff behalte ich. Okay, ist jetzt gut. Weil ich bin der Beste. Ich habe die ganze Zeit neue meine Genio-Klamotten an. Irgendwie nicht aussehen wie Genio-Klamotten, aber Kampfanzug mit Genio-Symbol, genau. So war das. Ja, scheint, als hättest du einen spontanen Test bestanden. Ist es nicht toll, ständig auf Trab gehalten zu werden? Wie sollst du dich verbessern, wenn ich mich nicht dauernd an die Vorgaben halte? Du musst lernen, dich in neuen Situationen anzupassen, oder glaubst du, dass all deine Feinde immer fair kämpfen werden? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für dich kein Problem sein wird, wenn ich die Schwierigkeit der nächsten Einheit erhöhe.
Hey, ich denke, wir irgendwann was Lustiges für dich aus. Freue dich schon mal. Ja. Jetzt kommt der Moment, auf den du gewartet hast. Eine brandneue Trainingseinheit. Sie wird dich richtig abhärten. Heute habe ich eine verbesserte Version des letzten Trainingseinheits für dich. Sie soll beibringen, wie du mit rechtzeitigen Angriffen aus der Nähe und aus der Entfernung umgehst. Achte auf den Rhythmus und die Richtung ihrer Angriffe und wäre sie entsprechend ab. Oh Gott, das klingt. Wenn du das nicht gelingt, hey, werden sie dir wirklich wehtun. Mach dich auf dem Weg, sobald du bereit bist. Ja. Das klingt schon wieder sehr nervig. Tödlicher Tanz, okay. Kommt mir bekannt vor. Das sind natürlich alles Attacken aus dem ersten Teil schon, ne? Aber muss ich erstmal wieder sehen, um zu gucken, wie die aussehen und so. Ja, sehr gut. Ja, und ich mache dich platt währenddessen.2 Minuten noch, da schaff mal, wenn Frieza wieder nur trainieren will, doch noch ein bisschen weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach wird. Wir sind schon bei den 90ern jetzt. Ja, wir so 3 Kämpfe oder was? Also es ist tatsächlich geschafft, unsere kleine Gruppe aufzubrechen. Beeindruckend. Wenn mal Kren hat doch nicht etwa geschont, oder? Falls doch, kann er was. Keine Panik, allein wenn ich dich ansehe, kann ich dir sagen, dass du stärker wirst. Mit einem so effizienten Kampfstil wie dein könntest du einen viel stärkeren Gegner auf Augenhöhe bekämpfen. Jemand mit unendlich viel Energie, wie mich zum Beispiel. Hey, ich freue mich schon auf eine nächste Einheit. Das war's. Nach dieser Einheit gibt es nichts mehr, was ich dir noch beibringen kann. Okay, dann zeig mir mal, was du mit deinen Trainingseinheiten gelernt hast. Mach dich bereit. Ich werde gegen dich kämpfen. 1 gegen 1. Ohne Gnade. Sollte ich besser auch nicht zurückhalten. Kämpfe, als würdest du mich töten wollen. Ich bin immer bereit. Wuff. Wir haben Doppeldestruction. Also gezeichnet. Das ist eine komische Hassliebe, was die ja gegenüber Krillin zeigt. Habe ich so ein Gefühl. Dragon Ball Super ist auch, glaube ich, vollkommen anders. Okay, Lektion 3. Ja, mit den Angriff zu treffen dürfte kein Problem sein. Und glaube ich, Ziel suchen die Dinger, ne? Oh Mann. Überhaupt ihr erklärt, warum sie hat sie Angriff überhaupt eingesetzt? Ich glaube gegen Links, ne, im Turnier gegen Trunks und Goten, als sie in ihrem Mighty Mask Kostüm waren, um die zu trennen. Aber sonst nicht, ne? Wie war das? Keine Ahnung. Einfach nur, weil sie Krillins Ehefrau ist oder so. Deswegen kann sie das. Jetzt wird Chichi auf einmal ein Kamehameha abfeuern. Es wird das Orbiter-Rufen ausgezeichnet. Oh, wie konnte ich nur gegen dich verlieren? Beeindruckend. Ich habe eine endlose Energiequelle, aber du hast dich nie verausgabt. Ich wusste, dass der helfen würde, wenn ich dir beibringe, wie man sich im Kampf bewegt. Zuerst wollte ich nur eine Belohnung für ihn, aber dich stärker werden zu sehen, fühlt sich auch verdammt gut an.
freue mich sehen, dass deine Kraft immer größer wird. Diese Trainersache fängt an, mir schwarz zu machen. Hey, Glückwunsch, du bist nun nicht mehr mein Schüler, jetzt bist du auf dich gestellt. Du kannst mich aber jederzeit Tipps zum Kämpfen fragen. Also gut, gib dein Bestes. Ja, und ich werde jetzt zu Freezer gehen und den normalen reinhauen, bevor ich hier den Part beende. Weil da heißt es wieder irgendwie gut trainiert und so, und dann muss ich den wieder trainieren und dann, wenn ich wieder 3-4 Kämpfe offscreen mache, dann mache ich den lieber offscreen, anstatt hier irgendwas zu machen. Dann können wir im nächsten Part schon direkt anfangen. Wir kommen ja hier weiter, ne? Wir sind, glaube ich, bei 91% oder so. Das müsste vielleicht auch schon der letzte sein. Hoffentlich. Machen wir Speedrun-Techniken hier. Speedrun-Taktiken meine ich. So, Lord Freezer. Ja. Ja, ich werde heute mit mir trainieren. Blablabla. Gut. Mache ich ja platt, dann mache ich offscreen 3-4 Kämpfe. Dann war es das doch hoffentlich. Müssen wir aber 95% oder irgendwie sowas sein und dann hätten wir es doch schon bald. Weil es ist keine wiederholbaren Dinger. Das heißt, macht es Kaisers 4. Oh ja. War zu spät. Ah. Na, du zwei Kiefer ballern danach und aufpassen. Auch. Ja, ich weiß, ich soll euch alle immer angreifen, als ob ich euch töten will. Oh, Goldfreezer. Hier war die letzte Trainingseinheit. Sag doch, wir trainieren so, dass wir ausgezeichnet. Heldenanzug, Genio Kommando. Warum Heldenanzug? Gut, jetzt müssen wir noch irgendwo hier so ein Ei bekommen, glaube ich. Deswegen mache ich das ja, um diese Eier zu bekommen. Ich glaube, die führen uns in GT-Bereichen rein. Weil deswegen ist auch schon Pan und so was alles als Meister uns verfügbar. Ich weiß also 1 und 1 zusammen 10. Aber ich will natürlich nicht wissen, ob das so ist. Es war ein guter Kampf. Dank dir bin ich jetzt stärker als je zuvor. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich einen neuen Namen bekomme. Ja, nenn mich von jetzt an Goldfreezer. Mein Dank ist dir gewiss. Ohne ich hätte ich eine so umfassende neue Kraft nie erlangt. So. Ich habe ein Geschenk für dich, weil du mir zu dieser neuen Kraft geholfen hast. Ich stirb durch meine Hand. Na los, nimm es. So, und da kann man wahrscheinlich wieder alles neu bekämpfen, ne? So, hallo. Boah. So, ja, warte, eine, du hast was. Von dir kriegt halt eine. Hey, was geht? Ich meine, schönen Tag wünsche ich. Es ist okay, wenn ich die Rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Oder fällt mir ein Stein vom Herzen. Um ehrlich zu sein, kommt es mir komisch vor, so für mich mit dir umzugehen. Aber sieh dich an, du kletzt die Rangleiter auf wie sonst was. Du bist auf diesem Schiff voll angesagt. Ich gönn's dir. Wo du schon mal hier bist, will ich dich um einen kleinen Gefallen bitten, wenn du es nicht zu viel Mühe machst. Vor einer Weile habe ich eine echt lebhafte Frau auf diesem Schiff gesehen. Und das, obwohl doch nur Männer drauf dürfen. Wirklich? Sie hat gesagt, wenn ich ein lieber Junge wäre und den Mund halten würde, bekäme ich was Nettes von ihr. Eine solche Schönheit konnte ich nichts abschlagen. Also habe ich eher ein Auge zugedrückt und etwas Nettes bekommen. Hey, aber das nicht laut Freezer fahren, okay? Das ist schon lange her. Es muss nichts davon wissen. Jedenfalls hat sie mir das hier gegeben. Hier, sie selbst. Ho, verzerrt Ei 5. Was ist das überhaupt für ein Ei? Ich mag es nicht. Ich finde es unheimlich. Seit ich es habe, hat es nie versucht zu schlüpfen oder so. Ist das nicht schräg? Ja, weiß, was das überhaupt noch gut ist. Ich habe so lange in meinen Spind gehabt, dass es wahrscheinlich schlecht geworden ist. Weil ich es auf diesen Weg bekommen habe, konnte ich nicht einfach irgendwen drüber sprechen. Ich bin sicher, du verstehst das. Du wirst mir doch helfen, oder? Es muss still und leiser aus meinem Leben verschwinden. Ich kann niemanden trauen, außer dir. Ist das eine Erleichterung, das Ding endlich los zu sein? Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange mir schon auf dem Herzen liegt. Du legst mich wegen dieser Sache doch nicht um, oder? Oder? Wir sind doch Freunde. Natürlich nicht. Er wird so weit von sterben. So. 100%. 100%. So. Capsule Corporation. Ich weiß nicht, warum ich da noch 86% habe. Ich habe doch mit Vegeta schon voll abgeschlossen.
Da müssen wir beim nächsten Mal beim großen Cyberman mal anfangen. Ne? Gut. Ich sagen, ich beende den Bad hier, ist jetzt schon 35 Minuten, ist viel zu lang. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage, nein, ich kann ja keine Links machen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.